So, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben lange angekündigt, dass wir die Africa Twin Adventure Sports und die T700 miteinander vergleichen können. Haben wirklich sehr lange gebraucht, um überhaupt zu diesem Video zu kommen. Hat den Grund, weil es uns auch sehr schwer gefallen ist. Ich habe ja schon einige Videos über die Africa Twin Adventure Sports gebracht und habe die dort in den Himmel gelobt und habe gesagt, das ist mit Abstand das beste Motorrad, was ich je gefahren bin, und das bleibt bestehen. Die Africa Twin Adventure Sports ist die mit DCT in meinem Fall das absolut perfekte Motorrad und das einzige Motorrad, wo ich von vornherein mal so gar nichts umbauen musste. Höchstens so ein paar Größenanpassungen, also die meiner Größe geschuldet sind, Lenkererhöhung und so weiter. Ansonsten nichts, kein Auspuff, keine Blinker, kein gar nichts. Das sieht bei der T700, die mein Sohn fährt, dann inzwischen ein bisschen anders aus. Da muss schon einiges getan werden, damit das so unseren Wünschen oder auch seinen Wünschen entspricht. Warum vergleicht man diese beiden Motorräder überhaupt? Denn eigentlich kannst du das nicht machen. Die Africa Twin kostet 21.000 Euro in der höchsten, besten Ausstattungsvariante. Die T700 fängt an bei 10.400 oder 10.700 aktuell. Eigentlich kannst du die beiden Motorräder nicht miteinander vergleichen. Das Einzige, was wirklich gut miteinander vergleichbar ist, ist die Größe. Sowohl die Länge als auch die Höhe ist fast identisch mit Africa Twin und T7. Nur die Breite ist bei der T7 etwas geringer. Die ist von der gesamten Silhouette her auch etwas schmaler gebaut. Ansonsten ist das im Prinzip von den Ausmaßen das gleiche. Und man vergleicht die miteinander, weil das natürlich im weitesten Sinne Reiseenduros sind. Nur ich bleibe bei meiner Meinung, wer auf Reise will und wer eine lange Tour machen will, zum Beispiel, weil es warme Wetter wird, 3000 Kilometer runter nach Spanien oder Malaga oder wo auch immer hin, der macht das mit einer Africa Twin deutlich besser und deutlich entspannter als mit einer T7. So viel steht mal fest. Wir haben aber, und das hatte ich in einem meiner vorherigen Videos ja schon angekündigt, die Gelegenheit gehabt, in die Westalpen zu fahren. Mein Sohn, der 24 Jahre alt ist, mit der T7. Und ich dann, der inzwischen 61 Jahre alt ist, mit der Africa Twin. Dort haben wir nicht so diese üblichen San Bernardino-Pässe und sowas gemacht, sondern eben die Schotterpässe oder die Schotterpässe, Col de Finestre, und es gipfelte dann im Chaffaro. Die T7 hat die Serienbereifung gehabt von mit dem Pirelli STR. Pirelli Rally STR heißt er, und die Africa Twin hat auch eine Serienbereifung gehabt. Das war der Karo 3 Street, weil ich die Africa Twin nun inzwischen schon zwei, drei Viertel Jahre habe. Und der Reifen ist immer noch drauf, nur der Hinterreifen, der ist erneuert, und den habe ich sogar erneuert direkt vor der Tour. Der Vorderreifen sah noch sehr gut aus, und da habe ich gesagt, okay, das brauche ich gar nicht. Das habe ich bitter bereut, also wirklich bitter. Denn die Africa Twin ist natürlich vollgetankt, und in der Version, wie ich sie hatte, mit Sturzbügel oben und unten, hatte ich dann ohne Hauptständer, den hatte ich zwischenzeitlich schon abgebaut, wog die 263 Kilo vollgetankt. Die T7 wiegt tatsächlich laut Werksangabe 204 Kilo vollgetankt. Stimmt aber nicht. Wir haben es nachgewogen. Die T7 von meinem Sohn wiegt 209 Kilo aktuell. Da sind aber noch Sturzbügel dran gekommen, die natürlich auch ein gewisses Gewicht haben. Ich bezweifle aber, dass die 5 oder 6 Kilo wiegen. Und er hat auch noch einen anderen sehr, sehr leichten Auspuff. Da hat er mindestens 3 Kilo eingespart. Das heißt, in dem Gefüge passt irgendwas nicht. Also wir haben tatsächlich 209 Kilo bei der Teneré rausbekommen, und das wird sich auch noch so ein bisschen reduzieren. Da wird es noch so ein paar Umbauen geben, und dann reduziert sich das vielleicht auf 205 Kilo. Traumhaft wäre 200 Kilo oder 199, so für den Kopf. Glaube aber nicht, dass das realisierbar ist. Die Africa Twin hat sich auf dem Jaffaro mit mir als Fahrer, der mal mittelmäßig ist, als fast ungeeignet erwiesen. Ich hatte so ein
nicht so ein Déjà-vu, aber so ein Aha-Effekt hatte ich, als wir morgens um 9:30 den Eingang vom Jafaro erreicht haben und mir da ein Fahrer mit einer Afrika-Twin Adventure Sports, genau das Ding, was ich habe, entgegenkam. Ich sage, um 9:30 fahr der nicht oben auf dem Jafaro, das geht gar nicht, denn der wäre der im Dunkeln hingefahren, das macht kein Mensch. Ich bin mir sehr sicher, dass der hinter dem Eingang ungefähr 1 Kilometer geht, nämlich der grobe Schotter los. Und mit grobem Schotter meine ich, da liegen echt mal solche Felsbrocken. Ne? Das ist also, was wir hier in Norddeutschland als Schotter verstehen, das sind so kleine, so mehr oder weniger scharfe Kieselsteine oder so. Solche Felsbrocken liegen da. Und da kannst du gar nicht immer an vorbei. Da musst du teilweise auch über weg. Und das hat mir nicht so gefallen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann irgendwann natürlich oben angekommen. Ich habe mich sehr schwer getan, weil insbesondere das Vorderrad komplett ungeeignet war. Das hat null Seitenhalt gehabt. Ich konnte gar nicht einlenken. Das ging nur mit Gewichtsverlagerung, dass ich die dann irgendwo in eine andere Richtung gedrückt habe. Und das war nicht schön. Das hat keinen Spaß gemacht. Mein Sohn mit der Tenere hatte da deutlich leichteres Spiel, obwohl auch der Pirelli Rally STR, den er als Serienbereifen da drauf hat, nicht der perfekte Reifen dafür ist. Wir sind dann auf jeden Fall ganz nach oben gefahren und wer das kennt, da oben gibt es dann nochmal so 3 kleinere Rampen. Da war ich, als auf dem Weg nach oben, habe ich schon gesagt, nee, die 3 Rampen, die tue ich mir nicht an, was natürlich sehr ärgerlich ist, wenn du da oben bist, dann willst du natürlich auch ganz oben auf dem Dach von der Festung stehen. Ja, wir sind dann da oben angekommen und da habe ich gesagt, nee, scheißegal, das mache ich jetzt auch. Marvin ist dann aber mein Sohn, also ist da vorgefahren und hinter einer Rampe immer angehalten und hat sich an so markanten Stellen hingestellt, nicht, dass ich da irgendwie seitlich wegkippe oder so. War aber nicht so, also ich kam dann doch relativ spielend damit hoch, war aber komplett im Arsch, als ich da oben war. Ich war also, sowas sieht man in den Videos auch, kann man sich angucken, wer da Lust zu hat. Sieht man oft, dass wenn wir abgehen oder als wir abgestiegen sind und die Motoren aus waren, dass wir so richtig am Keuchen und am Hecheln waren. Und ich natürlich noch mehr als Junior mit seinen 24 Jahren. Und natürlich ist das auch der Höhenluft so ein bisschen geschuldet als Nordlicht hier, der sich hier immer bei 1 oder 2 Meter über Meeresspiegel bewegt, sind dann auf mal so 2400 Meter sind da eine Menge. Dann fangen wir schon mal an zu keuchen, weil wir es halt nicht gewohnt sind. Und wie gesagt, habe ich sehr, sehr schwer getan mit der Afrika Twin, weil sie mit ihren 260 Kilo und einem Vorderrad, was vorne gänzlich ungeeignet ist für solche Geschichten. Da habe ich ihn gebeten, tut mir mal einen Gefallen, fahre ich mal eben runter die 3 Rampen. Das wollte er auch, weil er natürlich auf dem Weg nach oben so ein bisschen genervt war. Also er hätte schon schneller fahren können. Ne? Also man darf da oben ja nur 30 fahren und tatsächlich ist das aber so, dass mit der Afrika Twin, also mit meinem mittelmäßigen Fahrkönnen, es mir nur möglich war, 20 oder 25 km/h zu fahren. Ich wollte sie aber auch nicht hinschmeißen, weil sie hat nie einen Sturz erlebt und sie picobello aus, hat nicht einen Kratzer und habe ich gesagt, nee, also du machst eine ganze Menge, aber du fällst hier nicht hin. Als ich dann oben war, da haben wir so ein paar Drohnenaufnahmen gemacht und so, und da habe ich noch gesagt, na komm, berg runter, kann nicht mehr so schlimm werden. Und das war ein Trugschluss, denn berg runter ist das Vorderrad noch deutlich mehr belastet und ein Vorderrad, was keine Seitenführung hat, das macht schwerer. Das war noch unangenehmer, die Abfahrt, und das hättest du nur bewältigen können, indem du richtig am Hahn drehst und dann mit viel Geschwindigkeit über die ganzen Geschichten quasi wegsurfst. Das geht zum einen nicht, weil da oben ständig Kehren sind, und zum anderen darfst du da auch nur 30 fahren. So, ich habe dann also meinen Sohn gebeten, die 3 Rampen, die Afrika-Türen wieder runterzufahren, und ich bin dann die Tenere runtergefahren. Und unten an den Rampen sind wir angehalten und mein Sohn hat mir gesagt, okay, jetzt, ich verstehe jetzt sofort, warum du hier die ganze Zeit so am Jammern und am Rumjaulen bist, das Vorderrad, das ist echt nicht die Wurst. Taucht das, nicht das Motorrad, das Vorderrad, der Reifen. Und das Gewicht hat er natürlich auch sofort deutlich gespürt. Und ich bin mit der Tenere runtergefahren da und hatte da ein so unglaublich leichtes Spiel. Das war so einfach, das war auf einmal wie Mofa fahren und nur diese 3 Rampen runter. Ja, also,
Die Afrika Twin Adventure Sports mit DCT ist das absolut perfekte Motorrad. Ich habe noch nie so ein perfektes Motorrad gehabt, musste nichts umbauen, habe mich noch nie war mir noch nie so egal, ob es nun regnet oder nicht, weil du hast so einen perfekten Wetter- und Windschutz hinter der Afrika Twin. Das ist ein Traum. Aber, und deswegen vergleicht man die ja auch miteinander. Das, sowohl die T7 als auch die Afrika Twin taugt natürlich für beides. Und ich kann auch lange Autobahnstrecken fahren, das kann ich auch mit der T7 fahren. Das ist nur auf der Afrika Twin erheblich angenehmer, weil ich fast keine Verwirbelung habe. Und wenn ich welche habe, kann ich diese Scheibe schnell verstellen. Das geht bei der T7 alles nicht. Da habe ich auf der Autobahn echt fürchterliche Verwirbelung. Die machen dann im Fall gleich zur Afrika denn überhaupt keinen Spaß. Im Gelände sieht das dann anders aus. Im Gelände überragt die Teneré. Bei Weitem. Weil, da kommt es eben drauf an, was will ich, was für ein Fahrprofil habe ich, was fahre ich, fahr ich mehr Gelände, fahre ich mehr, mache ich jetzt eine Weltreise. Ich verstehe zum Beispiel einen Erik Peters nicht, der mit einer World Raid die Weltreise macht, weil die World Raid taugt sicherlich auch dafür. Wie 240 Kilo und dann hätte ich auch diese 20 Kilo mehr zur Afrika Twin gepfiffen und wäre dann definitiv mit einer Afrika Twin gefahren. So viel steht mal fest, gerade wenn ich um die Welt reise. Ich habe zum Beispiel, wenn ich auf der Autobahn fahren würde, Afrika Twin nie das Bedürfnis, oh, hoffentlich ist der Tank bald leer, muss jetzt tanken, weil mir der Hintern wehtut. War nicht, gibt's nicht. Bei der Teneré sieht das anders aus, da bin ich ganz froh, wenn ich nach 200 Kilometer mal runtersteigen kann und dann mal tanken kann. Weil durch diese schmale, harte Sitzbank dann der Hintern doch schon etwas wehtut. Gut, ich nehme es jetzt einfach mal so vorweg. Oben auf dem Jaffaro ist dann für mich, als ich die Teneré runtergefahren habe, sofort die Entscheidung gefallen, okay, die Afrika Twin kommt weg. Und die ist jetzt auch verkauft. Und ich habe mir dann relativ zeitnah und jetzt gerade vor kurzem, dass, obwohl die Motorradsaison vorbei ist, noch eine Teneré gekauft, die noch den zum alten Preis zu haben war, weil ich gehört habe, dass die Preise im nächsten Jahr ordentlich anziehen werden und das wollte ich mir eigentlich nicht antun. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich mache mir eben die Kamera andersrum. Ich habe mir dann die Teneré T7 in der Rally Edition geholt, weil ich jetzt so einiges an Zubehör habe. Das ist zum Beispiel die erhöhte Sitzbank, die mir zugute kommt um 2 cm, weil da unten gleich ein Motorschutz dran ist. Was habe ich denn noch? Weil ich einen Kühlergrill drin habe und. Und weil die Farbe mir auch sehr gut gefällt, habe ich mir dann gleich die Teneré Rally Edition geholt. Und die steht jetzt hier mit ganz knapp 100 Kilometern auf der Uhr und wird gerade umgebaut. Und das musste ich eben bei der Afrika Twin nicht. Ich habe hier so die Spiegel schon und dann den Stabilisator und. Wird es ein gesondertes Video darüber geben, was ich denn alles so gemacht habe. Ja, aber nun ist die Entscheidung gefallen und ich bereue das aktuell nicht eine Sekunde, weil sie mir oder eben, weil sie besser zu meinem Fahrprofil passt. Ja, also wie gesagt, die Teneré ist nicht das bessere Motorrad. Sie ist aber ein sehr, sehr gutes Motorrad. Sie ist deutlich Offroad-lastiger. Sie kann deutlich mehr im Offroad-Bereich als die Afrika Twin. Sie bietet einen Reisekomfort, der akzeptabel ist, nicht schön und überhaupt nicht vergleichbar mit der Afrika Twin, aber eben akzeptabel ist. Und so muss jeder für sich entscheiden, was für ein Fahrprofil habe ich. Fahre ich auf Weltreise, mache ich auf Offroad, fahre ich Schotter und brauche ich denn diese Gewichtsreduzierung? Ich brauche sie dringend. Und dann muss man sich entscheiden, welches Motorrad man nimmt. Wirklich vergleichen kann man die beiden Motorräder nicht, weil eigentlich passen die nicht zueinander. Die kannst du nicht vergleichen, auch vom Motor her schon nicht. Aber diese 71 PS, die kommen dir echt fast untermotorisiert vor, wenn du von der Afrika Twin kommst mit DCT-Getriebe. Tatsächlich reicht das aus, weil ich hetze da ja nicht mit 180 über die Autobahn. Das machst du einfach mit einer T7 nicht, sondern du bist eben offroad-lastiger unterwegs. Hat lange gedauert,
dieses Video. Wir haben uns sehr, sehr schwer getan, da überhaupt eine Entscheidung zu treffen, weil echt beide Motorräder sehr schöne Motorräder sind, sehr gute Motorräder. Die T7 muss ich halt eben umbauen, da muss ich noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ist aber nicht ganz so tragisch, weil es echt nur der halbe Preis einer Africa Twin ist. Und ja, jetzt wird es also in Zukunft dann eben so ein bisschen mehr T7 Videos geben. Ich hoffe, dass all die, die darauf gewartet haben, auf diesen direkten Vergleich, ist kein direkter Vergleich, muss ich sagen. Da gibt es andere, die dann Leistungsdaten und Federung und Fahrkomfort und alles, da braucht ihr mich nicht für, da könnt ihr in anderen Videos gucken. Für euch ist vielleicht nur entscheidend, warum so einer wie ich sich denn tatsächlich in meinem Alter, wohlgemerkt auch noch, gegen die Africa Twin entschieden hat, nach fast 3 Jahren und sich dann für die T7. Und das liegt eben daran, weil ich viel mehr Freude daran habe, so ein bisschen abenteuermäßig Schotter und Waldwege und Alpenpässe unter das Profil zu nehmen und nicht unbedingt immer nur Asphalt. Asphalt kann ich mit jedem Motorrad und kann die Africa Twin ganz besonders gut. Ist aber nun nicht so mein Part. Das bisschen, was ich noch fahre und die paar Kilometer, die ich noch runterreiße, die werde ich wirklich lieber mit der T7 machen. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War wieder ein Laber-Video, mag ich ja nicht so, aber ist halt so. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn ihr Lust habt, abonniert den Kanal und klickt mal die Glocke an oder so. Hilft ja, würde mich freuen und motiviert auch dann weitere Videos zu machen. Insbesondere wird das nächste Video sein, wie und was ich an der T7 alles umgebaut habe und was ich für erforderlich hielt, was man dringend verändern muss. Ist auch wieder eine individuelle Geschichte. Nur zum Beispiel so bei der T7 muss man über einen Auspuff gar nicht wirklich reden. Es ist tatsächlich so, dass bei dieser Rallye Edition ein Akrapovic Carbon Auspuff dabei gelegen hat. Allerdings ist das schon eine Euro 5 und in den Euro 5 Auspuffen darf ich den DB-Keller nicht mehr rausnehmen. Das finde ich nicht so gut, wenn man mich da bevormundet. Den habe ich verkauft tatsächlich und habe ich auch deshalb gemacht, damit ich diesen relativ hohen Anschaffungspreis von 12.000 Euro für die T7 so ein bisschen reduzieren konnte. So kam ich denn auf, wenn ich den abziehe, auf einen Preis von 1.000 Euro mehr zu einer normalen T7. Das fand ich dann akzeptabel, weil ich dann so einiges, zum Beispiel die Sitzbank oder so, gar nicht mehr kaufen muss, die dann auch hätte 400 Euro gekostet. Aber alles zu weit gegriffen, kommt in dem nächsten Video. Freut mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Danke. Tschüss.